Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Toy Story 2 am 18.08.18:26 Uhr. Ja, eigentlich ungefähr, ich weiß nicht, eine Stunde nach dem letzten Part. Ich habe offscreen diese 5 Chips geholt, also ich hatte sie ja schon geholt, aber dann, ihr wisst ja, wer den letzten Part geguckt hat, hat er den Fail mitbekommen. Auf jeden Fall habe ich mir halt diese 5 Pizza-Planeten nachgeholt und den Endkampf hatten wir auch schon geschafft und wie gesagt, das Problem beim letzten Mal war, er hat es nicht gespeichert. Auf jeden Fall können wir jetzt die 4 restlichen Pizza-Planeten holen. Und ja, der erste fehlt hier, Andys Nachbarschaft. Ich überlege, was genau fehlt. Ach, das Rennen, genau, das war das Rennen, was fehlte. Wie gesagt, in dem Level hätte ich das Rennen eigentlich schon machen können. Ich hätte da nämlich diesen Trick nutzen können und hätte immer vor dem Gegner mich positionieren können. Aber ich habe ja jetzt nach langer Zeit, dort hinten sieht man es, dieser... Ich zerstöre dich, weil ich es kann. Okay, und ich sehe gerade, ich bin gleich tot. Das ist natürlich nicht schön. Warte mal, dann hole ich mir da hinten mal die Batterie. Ich glaube, da... Ja, genau, da war eine Batterie. Wenn ich schon mal in dem Level bin, warum nicht? Ach, das weckt alte Erinnerungen. Wie lange ist es her, seit wir hier waren in dem Level? Meine Güte. Nee, auf jeden Fall, wie gesagt, ich habe da jetzt natürlich diese Stiefel freigeschalten und das hilft natürlich sehr. So, genau, da fahren wir gegen dieses Fahrzeug. Wie gesagt, ich hätte immer so mich vor ihn positionieren können. Das hätte man natürlich auch so machen können, aber naja, ist egal. Hier muss ich trotzdem geschickt rüberspringen. Genau, dann kann ich den hier wieder benutzen. Ich darf natürlich nicht diesen fliegenden Dingens da auf der anderen Seite berühren. Denn dann werden die Sprungstiefel deaktiviert. Und dann, ja, ist nicht so schön. Dann verliere ich natürlich Zeit. Ach so, 3 Runden, okay. Oh, Vorsicht. Oh, eine Runde noch. Sehr gut. Naja, da kriegen wir schon hin. Das wird schon. Wie gesagt, ich darf natürlich, oder ich sollte nicht in dem Schlamm landen. Oder die Gegner dürfen mich nicht treffen. Oder aber der grüne Schleim. Ich denke mal, das soll Harz darstellen. Oh, diesmal ist er rechts. Jawohl, das haben wir doch gepackt, oder? Ja, sehr gut. Ja gut, dann haben wir den Pizza-Planeten auch. Sehr gut. Dann können wir das Level... Bis zur Unendlichkeit! Und noch viel weiter! Genau, können wir es wieder verlassen. Dann haben wir schon ein Chip mehr. Jetzt fehlen nur noch 3. Ich glaube, das war in dem... Genau, oh, ist das schön. Alles komplett. In dem Level Gassen und Rinnen, da war auf jeden Fall noch was. Da war der Endgegner und die Enten. Die Enten, genau, die fehlen auch noch. Also das waren Endgegner, Baustelle haben wir alle, Gassen und Rinnen. Genau, da fehlen 2 und der dritte. Was, naja, egal. Ich mache erstmal das. Genau, hier kann ich jetzt nämlich... Ich habe ja den Enterhaken freigeschalten. Und da kann ich jetzt nämlich in dem Level hier die ganze Suppe hochklettern. Bis nach ganz oben hin. Und ich muss natürlich die Enten mir holen. Ich glaube, die habe ich noch gar nicht... Die stimmt, die konnte ich noch gar nicht holen. Genau, eine war auf jeden Fall da hinten. Dann muss ich da erstmal hin. Ja, wie gesagt, die letzte Aufnahme, der letzte Part, das war erst vorhin. Und in der Zwischenzeit ist natürlich wieder einiges passiert. Also, ich hatte nach der Aufnahme erstmal parallel das alles bearbeitet und gerendert. Ist jetzt schon erledigt, das geht auf jeden Fall schnell. Und ja, ich habe gemerkt, dass... Keine Zeit zu verlieren! Nicht zerstöre ich mal, das ist, glaube ich, am besten. Ah, ach, scheiße, das war nichts. Wie beim letzten Mal, es lief doch nicht anders. Na, jetzt aber, genau. Ist natürlich das Schöne, wenn man den Sprung sehr lang nutzen kann. Das ist sehr von Vorteil. Hallo, was? Nein, das war jetzt nicht gut. Geh mal wieder zurück. Das
sollte den da besiegen. Ja, wenn ich dann rankomme. Wie gesagt, nicht, dass der dann... Ja, nicht, dass der dann einfach wieder herkommt und mich fertig macht. So, genau. Nein, 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 ist das da? Ja. Ach, ja gut. Wenigstens sind hier Stiefel, das gefällt mir doch. Hey, siehst du, dass der dann hochfliegt, das würde ich ohne. Ja, 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 komm, rüber, rüber. Jawoll. So, genau, hier ist nämlich das erste Porno-Engine. Nein, es ist natürlich ein kleines, süßes Quietsch-Engine. So, man kann ich bei der Gelegenheit auch gleich wieder hier runter und die Stiefel nutzen. Das ist ja eigentlich ein nettes Werkzeug. Jawoll. So geht die Luzi ab. Ja, genau, was ich sagen wollte. Wie gesagt, in der Zwischenzeit ist natürlich wieder einiges passiert. Also ich habe das vorhin gerendert und so und ja, meine Hose ist kaputt gegangen. Ich habe mir nämlich vor einer Woche bei Lidl eine Hose gekauft. Und das war so eine Hose, so eine Freizeithose aus. Ja, das war eher so. Ja, eher so ein Polyamid-Zeug. Also, es ist eigentlich das Zeug, was ich eigentlich gesucht habe. Für guten Preis, 10 Euro und, weil wenn ich das online alles so bestelle, das ist dann schon 30, 40 Euro. Und da krieg ich manchmal schon Schwindelattacken, wenn ich die Preise sehe. Wie gesagt, ich habe mir die Hose jetzt, gekauft bei Lidl. Und habe gemerkt, dass sie, ja, jetzt schon wieder kaputt ist. Denn innen drin, die Nähte waren so leicht, ich weiß nicht, ich habe echt nichts gemacht. Also jetzt innerhalb von Tagen total im Arsch gegangen ist. Ja. Da wusste ich ohne, was ich zu sagen wollte. Und wie gesagt, die Hose, das Material, die Farbe, das ist genau das, was ich gesucht habe. Und das ist jetzt, ja, da kriegt wieder Aggression. Ah ja. Und ist einfach so, wie gesagt, wenn du sowas über Internet bestellst, ist... Ich meine, klar, auch Klamotten allgemein, es wird alles teurer. Alles wird teurer, das ganze Leben ist teurer. Ja, selbst wenn du atmen willst, es wird irgendwann auch teurer. Naja, ist ärgerlich, was willst du machen? Kaputt ist kaputt. Ich meine, ich denke mal, man könnte es nähen, aber wie gesagt, das Material ist, wie gesagt, es ist halt sehr dünn und dementsprechend... Ach, den kann ich jetzt gar nicht besiegen, oder? Ach, da muss ich ja... Verdammt, noch eins. Der wertet ab. Probier trotzdem mal. Ja, wenn es denn... Also, naja gut. Ist schon gut. Ist schon gut. Hat sich erledigt. Ich meine, wäre ich jetzt nicht darauf gelandet, dann wäre es schlimm gewesen. Aber so habe ich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Ist schon okay. Ja, jetzt, genau. Ja, also wie gesagt, man könnte die Hose natürlich nähen und alles, aber, ach, da, nee. Ach so, ich bin ja doch richtig, okay. So, genau, das reicht. So, den dritten muss ich nicht unbedingt. Jetzt, ja, jetzt will er sich wieder nicht festhalten. Ist das ein Fest? Geht doch. Oh, genau, da können wir uns festhalten. Sehr gut. Dann können wir nämlich den dritten. Dann können wir uns natürlich das dritte Quietschhörnchen holen. Das ist doch da oben, genau. Was ist denn da noch? Ein Stiefel. Brauchen wir den? Ach, stimmt. Ja, 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 klar. Klar brauchen wir den. Wir müssen ja darüber. So, so. Jawohl. Sehr gut. Sehr gut. So lobe ich das. Genau, jetzt haben wir schon mal drei. Dann können wir uns die restlichen auch holen.